Und dann. Da ist es. Ich habe einen Donnerstein bekommen, aber für. Hey, Bro! Komm mit, komm mit, komm mit, schnell! Ja, Das ist was ist jetzt es! passiert? Was geht ab, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Episode. Freunde, die heutige Folge ist so krass episch und wichtig zu wissen für diese ganze Geschichte mit Zeus und Co. Leute, des Weiteren, gestern im Livestream, ihr habt selber gesehen, wir haben den Reaktor gefunden, wir haben den Kern der YouTuber-Insel gefunden, der mit einem Virus befallen ist. Wir müssen diesen Kern reaktivieren. Wir haben nur noch eine Woche Zeit. Wie wir das Ganze machen, wissen wir noch nicht. Des Weiteren komme ich heute auf das letzte Buch und, Leute, ich weiß immer noch nicht, ob ich Zeus erwecken soll oder nicht. Schreibt es gerne jetzt in die Kommentare. Ich sage euch nur eine Sache: Es wird demnächst einen Bosskampf geben. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ein Bosskampf, der in meinem Video stattfinden wird, wo ich alleine gegen den Boss kämpfe. Deshalb die Szene und die Story wird noch so krass. Gönnt auf jeden Fall ein Abo, ein Like, aktiviert die Glocke und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Leute. Das war wirklich gestern so episch, ne? Also ich sag euch ganz ehrlich, der gestrige Stream war sowas von krass. Also auch da mit Zitashi und dann noch Mira ist aufgetaucht, Tobi hat mir geholfen. Das war so ein epischer Stream und wir sind so auf so viele neue Informationen gekommen. Wir wissen jetzt, die Insel ist wortwörtlich gebunden an einen Reaktor, an einen Kern, der uns Energie gibt, dass das Ganze hier läuft. Und Mira kann nicht viel sagen, kann nicht viel erzählen. Sie weiß nur, beziehungsweise sie sagt nur, was wir zu tun haben, so einigermaßen. Und dann hat sie mir gestern eine Sache gesagt, die mich sehr beunruhigt hat, weil ich immer dachte, Zitashi ist der Untergang. Und zwar hat sie gesagt: Kian, du Bin ich bist. doch auch. Zitashi? Wo bist du? Bro, du hast immer so komische Auftritte, Digga. Wie geht's? Gut, naja, ich kann nicht gut sagen, sag ich dir ehrlich, ich bin Warum? Was ist los? zu tot, Bro. Du hast ja gesehen bei dem Reaktor, dieses Energie, ne? Und dass ich Ja. Energie abgeben kann. Ja. Das zieht halt an meiner körperlichen Energie auch. Bro, glaube ich dir. Also ich muss dir echt sagen, jetzt auch mal danke an dir, dass du mir gestern im Stream so geholfen hast. Also wirklich, ich fand, unsere Kein Teamarbeit war Ding. so ein bisschen wie früher. Ja, das stimmt. Und das Ding ist, Bro, ihr müsst wirklich alle eure Fähigkeiten bekommen, weil ich sage dir ehrlich, ich werde mein Bestes geben, die Insel nicht untergehen zu lassen. Aber, Bro, ich schaff das nicht. Ich werde entweder, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich werde es nicht schaffen, wenn ihr eure Sachen nicht bekommt, entweder ich werde es nicht schaffen, oder ich werde es schaffen, aber ich werde wahrscheinlich nie wieder aufwachen. Das sind die Bro, einzigen also Möglichkeiten, das die ich will ich auf sehe. gar keinen Fall, dass das passiert, aber ich werde natürlich alles dafür tun, dass ich meine Fähigkeiten bekomme. Und ich habe jetzt auch gesagt, dass ich in den nächsten Tagen meinen Fokus ganz kurz darauf lege, diese ganzen Skills und diese Waffe endlich zu kriegen. Beziehungsweise die Fähigkeiten der Waffe irgendwie zu kriegen. Und ich habe nur ein kleines Problem bei der ganzen Sache. Und zwar bin ich so ein bisschen im Zwiespalt. Denn ich habe Viel jetzt irgendwie Spaß. das Gefühl, es ist noch nicht 100%, aber ich habe dir doch von Gott Zeus erzählt, von den ganzen anderen Göttern. Ja. Und in der Theorie ist Zeus von seiner Macht gefressen worden. Und hier in dieser Geschichte handelt es so, Bro, ich habe jetzt einige Bücher gelesen, wo Zeus wortwörtlich Sachen schreibt zu mir wie: Kian, wir werden die anderen YouTuber in Gefangenschaft nehmen und so, deine Freunde und solche Sachen. Und ich denke mir erstens natürlich, dich kann man gar nicht gefangen nehmen. Zweite Sache, obwohl ich nicht weiß, wie stark Zeus ist. Ich weiß nicht, ob Zeus auf Level von Mira ist, dann kann er auch dich gefangen nehmen. Aber im Grunde genommen, was ich damit sagen möchte, ist, ich weiß nicht, ob, wenn ich ihn jetzt beschwöre, ob das das Richtige ist. So, und weißt du, im Stream heute, gestern hatte ich eine Abstimmung. Da hatten von ungefähr 1700 Leute, haben 1300 für Ja gestimmt, Bro. Und die Frage ist jetzt einfach nur, was mache ich? Riskiere ich das? Und dann hat Mira ja gestern gesagt: Kian, du wirst der Grund sein, warum die Insel untergeht. Und nicht jetzt der Untergang in dem Sinne, sondern sie hat das so drei Wegen genannt. Und jetzt ist halt die Frage, Bros, was soll ich machen? Bro, ich sag dir ehrlich, ich glaube nicht, dass die Insel wegen dir untergehen wird. Das ist Ja? meine Vermutung. Warum Okay. sollte sie wegen dir untergehen? Bro, was Ich. machst du denn bitte falsch? Bro, ich sag dir ehrlich, guck mal, diese Donnerschläge, die ich jetzt schon machen kann. Du siehst, die machen halt noch gar nicht viel aus und so. Aber als ich in diesem Donnerraum war, wo ich den Donner das erste Mal hatte, du kannst dir nicht vorstellen, Bro, mein ganzer Bildschirm war voll mit Donnerschlägen. Also das war so, das sah geisteskrank aus. Du musst dir das Video mal unbedingt angucken, auch an euch Zuschauer. Wenn ihr wollt, guckt euch das Video an, wo ich das allererste Mal die Donnerwaffe bekomme. Da seht ihr es. Bro, du weißt nicht, was für Donnerschläge das waren. Und ich weiß ja nicht, was hier mit den ganzen Dingen passiert, wenn diese Donnerschläge. Stell dir vor, ich krieg die Waffe, ich kann das nicht kontrollieren, Bruder. Ich setze sie ein und auf einmal bam, 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 alles geht kaputt.
Stell dir vor, guck mal, das, ja, was? Bro, am Ende war das der Grund, warum meine Festung gesprengt worden ist. Checkst du, das kann alles sein, man weiß es nicht. Guck mal, das Ding ist, es könnte passieren, dass du das wirklich nicht kontrollieren kannst, wenn es wirklich anscheinend zu mächtig ist. Aber, Bro. Aber was? Ich bin da. Wer soll mich bezwingen? Nicht mal ein Zeus kann mich bezwingen. Nicht mal die Blitze können mich da bezwingen. Ich sage doch, Bruder, die Blitze, die du jetzt bis jetzt bekommen hast, war noch gar nichts. Und du weißt nicht, ob Zeus auf Admin-Level Mira ist oder nicht. Deshalb weiß man nicht, Bro. Denkst du ernsthaft, dass Zeus auf Admin-Level sein könnte, Bro? Das würde aber ein bisschen widersprüchlich für Mira sein. Wenn es so ist, okay, ja, es könnte widersprüchlich sein. Aber wir hatten auch schon einen Tobi, der auf diesem Level war. Wir hatten auch schon einen Lukas, der auf diesem Level war. Dann hatten wir einen Admin Mira, die auf diesem Level war. Und Admin Mira ist auf einmal zwei Personen, die dann auf einmal mir erzählt, dass diese Geschichte mit Zeus auch ein Thema ist. Und jetzt stell dir vor, dass das halt so ist. Das weiß man nicht, Bruder. Ich sag dir ehrlich, man kann es nicht sagen. Bis man es nicht gesehen hat, weiß man es nicht. So, und deshalb sollten wir nichts riskieren. Ich sag dir ehrlich, ich werde jetzt versuchen, einfach so schnell wie möglich diese ganze Kraft zu kriegen. Tu mir den Gefallen, Bro, ernähr den Kern weiter. Wenn was ist, rufst du mich an, ich komme sofort und bis dahin zähle ich auf dich, okay? Und unser Kampf steht noch. Wenn ich meine Fähigkeiten habe, dann fighten wir. Aber bis dahin arbeiten wir im Team wie früher. Jo, machen wir. Okay, dann gehe ich ein bisschen noch mehr Energie ausschöpfen. Wir sehen uns. Okay, du schaffst das, Bro. Ja. Hä? Hallo? Hallo? Ich suche nach einer Dusche, Alter. Ich habe irgendwelche komischen Partikel an mir. Oh, ich glaube, ich denke. Oder Hades, so. Hades der Zweite, was geht ab? Hallo? Geht's dir gut? Hades der Zweite, ja, Mann. Bro, erzähl, was gibt's Neues? Hast du neue Geschichte von Hades gehört, oder was? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ich habe nur diesen Stein der Unterwelt immer noch, der irgendwie böse aussieht, aber sonst. Stein der Unterwelt, den hast du immer noch und du weißt immer noch nicht, was du mit dem machen musst? Ich hab. Naja, also da steht ja, nutze diesen Stein, um das Tor zu der Unterwelt zu öffnen, aber weißt du, ich hab keine Ahnung. Weißt du, wo das Tor ist? Ja, ich hab ja dir diesen Tempel da gezeigt, weißt du, und da ist halt dieses Tor da und das ist die Unterwelt. Und du weißt aber nicht, wie du zu diesem Tor kommst, oder was? Nein, also das soll ja irgendwie der Schlüssel sein zu diesem Tor, aber ich hab keine Ahnung, wie ich das öffne, was soll ich tun, soll ich damit an die Tür klopfen, oder was? Bro, ich bin dir ehrlich, ich habe selber auch gar keinen Plan. Das Ding ist, ich kann mich, glaube ich, nicht in diese Angelegenheiten von dir und Zeus, von dir und Hades, sorry, einmischen, weil ich glaube, dass das Dinge zwischen euch beiden sind, weil ich habe schon mit Hades geredet und ich glaube, du hast ihn selber kennengelernt, Digga, der Typ ist richtig crazy. Hast du schon mit ihm geredet? Ich habe noch nicht mit ihm geredet, nein, ich habe nur Bücher bekommen, da diese drei Bücher. Diese drei Bücher? Also, okay. Alles gut, ja, warte, hier. Ich check die mal ganz schnell ab. Stein der Unterwelt, Beule, du bist mein Nachkommen und die Kraft des Gottes der Unterwelt zu erhalten, suche in den Stein. Okay. Bro! Was war das? Das war der Kern. Das war unser Kern. Ungültiges Buchetikett? Ja. Ach, du weißt noch gar nichts davon, ne? Ach so, dieser Kern, du meinst der bei Unheil 1? Ja, das genau. Das ist ganz crazy. Ich war da mit Zitashi, das war irgendwie komisch. Bro, also ich sag dir ehrlich, ich hab jetzt in letzter Zeit auch mittlerweile gerade so. Keine Ahnung, so viel Kopfschmerzen, weil Bro, Hades ist der verrückte, böse Bruder von Zeus angeblich, okay? Der war Gott. Böse? Ja, okay, böse in dieser Geschichte wahrscheinlich nicht. Weißt du, wer böse ist? Wer? Was ich vermute, Zeus. Wie, Zeus? Ich glaube, Zeus ist böse, Bro. Aber du bist doch Zeus. Du bist Zeus Nachkommen, oder nicht? Bro. Was ist das? Was passiert hier gerade? Das ist Zitashi. Zitashi ist das. Oh nein, macht er das schon wieder? Der meint doch, das ist irgendwie, kostet ihm Energie oder so. Wieso Bruder, macht er das? Ich hab auch, also das ist auf jeden Fall Zitashi die ganze Zeit. Aber ey, Bro, ich muss das letzte Buch finden und ich hab gar keinen Anhaltspunkt. Ich weiß nicht, wo ich jetzt, irgendwie, guck mal, das letzte Buch, ich sage, es ist das Buch von Zeus, weil ich hab alle Götter bis auf Zeus gefunden. Und ich brauche das letzte Buch, um Zeus zu erwecken, aber ich weiß nicht, ob ich das tun soll, Bro. Aber ich weiß auch gar nicht, wo das letzte Buch ist. Und ich sollte es finden, bevor es wer anders findet und dann auf einmal das aktiviert und Zeus kommt und er ist böse und dann passiert irgendwas. Bro, warum redest du nicht mehr? Ah, warte mal, ich habe kurz überlegt, alles gut, mach dir keine falschen Gedanken. Die Sache ist, wenn du meinst, dass Zeus böse ist, dann solltest du den lieber nicht erwecken. Bro, geht's dir gut, Digga? Warum hast du gerade nicht mehr geredet? Ich brauche meine Denkpausen, Kian. Ich habe kurz ein bisschen nachgedacht. Okay, du machst mir Angst. Donner, zeig mir bitte jetzt, was ich tun muss als nächstes. Bitte. Oder? Hä? Oh, ein neues Buch. Komm mit. Oh. Sohn des Donners. Du machst mich glücklich.
Wir sind kurz davor, die Welt zu verbessern. Sie wird strahlen und funkeln wie noch nie. Die letzte Prüfung, damit ich uns endlich helfen kann, ist soweit. Durch das Einsetzen des letzten Buches hast du meinen Tempel beschworen. Von 800 Unschuldigen wurden mindestens 250 getötet. Die restlichen 550 sind uninteressant. Das hört sich nicht gut an. Bro, das ist ganz einfach. Das ist, Koordinaten sind das. Hat das geschrieben? Von Zeus. Oh mein Gott. Das ist mittlerweile, habe ich das im Kopf. Von 800 Unschuldigen wurden mindestens 250 getötet. Die restlichen 550 sind uninteressant. So, das bedeutet wortwörtlich, 800 wurden mindestens getötet. Das heißt, das ist die Pluskoordinate. So, wurden mindestens 250 getötet. Das heißt, 800, dann 250. Die restlichen 550 sind uninteressant. Okay, das heißt 550 ist das, was wir ignorieren müssen. Und 800, 250, das heißt, wir müssen zu 800 und 250. Das heißt, ist dann ja voll hoch? Nee, die 550 sind die Linkskoordinate, die Y-Koordinate. Ja, deswegen, das ist doch voll hoch. Folgt mir einfach. Ja, ich komme mit. So, 800? Hä? Okay. So. So, 200 und jetzt müssen wir einfach nach vorne. So, 800, Leute. Oh. Okay, hier ist das. Hä? Aber hier ist nichts. Hä? Was siehst du hier? Hier ist gar nichts. Ja, dass du die richtig gelesen hast? Ja, Bro. Hier steht 800. Hä? Mindestens 250. Bro, es wurden mindestens 250 getötet. Minus, abgezogen. Wir müssen minus 250. Oh mein Gott. Bro, minus 250. Was ist passiert? Minus 250 müssen wir. Das ist 800. Und dann. Da ist es. Oha. Bro, komm mit. Okay, was zum Donnerwetter ist das? Yo! Okay. Kian, entspann dich. Alles gut. Bro, was ist das hier? Ja, Alter, wieso? Komm her. Hier scheint der Eingang zu sein. Okay. Oh. Da ist ein Buch. Schon wieder. Alright. Der Donnertempel herrscht dem einen König der Götter. Von hier wurden alle Blitze geleitet. Alle Schuldigen wurden bestraft und auch die, welche unschuldig waren, mussten die Büße des Donners spüren. Die Formel, welches der König erwecken solle, befindet sich hier. Nur wenn alle Götter Relikte gesetzt werden, öffnet sich das Tor. Hinter diesem Tor befindet sich Zeus seine Gemächer. Alter. Ja. Kann man das looten? Oh. Das ist gerade der Stein, das Wappen, die Scherbe, die Leiter. Alter, ich verstehe kein Wort. Bro. Was soll das heißen, Digga? Die Scherbe? Ich kann nicht mehr. Bro, halte bitte durch. Halte bitte durch. Warte mal. Was geht hier? Bro, Lesepult. Buch. Okay, let's go. Passwort, möge der Donner mich leiten. Passwort wohin? Ich schreib das mal. Möge der Donner mich leiten. Was für ein Passwort? Möge der Donner mich leiten! Okay, noch mehr Donner. Okay. Noch ein Buch, Bro. Lass den Jungen mit der blauen Weste in Ruhe. Er ist ein Narr. Er wird mir das geben, was ich brauche. Nein, er ist so gutmütig. Du nutzt seine Kraft aus. Er wird mir helfen, die Insel zu vernichten. Er ist der Grund, warum alles vorbei sein wird. Warte, was? Lass den Jungen mit der blauen Weste nur. Digga, meint ihr mich? Nein. Oh mein Gott, yo! Warte, Bro, tut mir leid. Ich habe keine blaue Weste, die ist rot. Bro, tut mir leid, ich... Lass den Jungen mit der blauen Weste in Ruhe. Digga, ich habe keine Ahnung, komm mit. Egal. Alter, oh mein Gott, ich hab was. Tut mir leid. Heil dich, hast du Goldäpfel? Drei, ja. Hier, komm. Ich habe die gedroppt. Ach, danke schön. Bro, ich werd langsam ein bisschen abgefuckt, Alter. Was wollen die damit sagen? Ey, noch eins! Oh nein. Er ist zu mächtig. Unsere Angst ernährt ihn. Manche denken, er ist gut, doch er ist böse. Die Macht hat ihn gefressen, er ist nicht mehr zu retten. Der Untergang unserer Welt wurde durch ihn erschaffen. Außer Witze.
Bitte versiegelt ihn, wir können nicht mehr. Kian? Ja? Du hast eine, du hast eine blaue Weste und das, was da drin steht, ist nicht gut. Jan, Bro, Mann, hast du ich... uns was zu verheimlichen? Hä? Was ist passiert? Alter, was ist jetzt? Oh, es ist verschwunden! Hä? Komm mit. Hä? Bro, irgendwas ist hier sehr, sehr komisch. Ich schwöre, es ist sehr, sehr weird hier. Alter, diese Bücher schreiben über dich? Nein, Mann, die reden nicht über mich. Was bin ich? Nein! Du hast eine blaue Weste, wer anderes hat eine blaue Weste hier? Bro, Digga, dass du. Konzentrier dich mal, es geht nicht um mich! Ich glaub schon, dass es um dich. Ja, okay. Komm, nicht. Yo! Alter, Kian. Bro, es tut mir leid. Es tut mir leid. Um die Waffe zu kontrollieren, werden alle Güterbücher benötigt. Und sein eigener Meister muss besiegt werden. Der Donner sucht sich nun den Stärksten aus und verschwindet bei Schwäche. Alle Götterbücher, okay. Und sein eigener Meister muss besiegt werden. Eigener Meister? Bro, ich bin gerade ein bisschen sauer. Digga, warum schneit es hier bitte, Digga? Warum soll es hier bitte schneiden, Digga? Siehst du aus wie Weihnachten oder was? Ja, Weihnachten ist cool, Alter. Was? Bro, ja, ich sag dir ehrlich, es soll jetzt regnen. Es soll jetzt regnen, ich hab keinen Bock auf Schnee. Das ist doch kein... Bro. Alter, Kian... Digga, nein, Mann. Regen! Geht's dir noch gut, Kian? Jetzt! Hä? Hier kann's nicht regnen, hier schneit es, Kian. Du kannst nicht alles immer tun, was du gerne hättest. Bro, es soll regnen, es hat doch vorhin geregnet. Alter, ich hab Angst, Kian, das in den Büchern... Hä? Du hast gerade was aufgesammelt. Töte ihn. Was? Kian. Alter, Kian, was geht bei dir ab? Bro, es ist Zeus. Zeus ist hier. Zeus will, dass du mich tötest. Ja, nein, ich töte dich auf keinen Fall, Bruder. Du willst, dass ich deinen eigenen Bruder töte? Deinen eigenen Bruder? Zeig dich, Zeus, du Angsthase! Bro, das ist Zeus, der will, dass ich dich kille, Mann. Ich kill dich nicht. Auf gar keinen Fall kill ich dich. Alter, bitte nicht, Zeus, was hast du gegen mich? Und Bro, das ist normal, Digga, der ist von Macht gefressen. Ich glaube auch, dass er nicht so gut zu sprechen ist mit Hades, weißt du? Okay, aber bitte werd du nicht auch so, wenn du sein Nachkommer bist? Nein, Mann. Als ob ich... Jetzt donnert's auch. Jetzt regnet's auch. Okay, hier ist nichts. Bro, hier ist was. Wo? Donnerstein. Man bekommt Stromschläge. Donnerstein, hä? Was für ein Donnerstein? Das da oben. Was? Ich hab einen Donnerstein bekommen, aber für... Hey, Bro! Komm mit, schnell! Ja, das ist was es! Passiert? Donner? Der Stein! Der Stein. Aber das Wappen, die Scherbe, die Leiter? Das sind alles Items, die du bekommen musst, dann wahrscheinlich. Bro! Ey, folg mir! Geh ja nicht, check gar nichts mehr, was geht hier ab? Digga, Zeus will unbedingt, dass ich dich kille. Komm einfach mit. Der. Freunde, Wappen. Wartet mal. Der Wappen. Die Leiter. Leute, das sind Sachen, die ich von Anfang an bekommen habe. Erinnert ihr euch? Oh mein Gott, ich weiß es. Ich weiß sogar, wo ich die... Leute, ich weiß genau, was ich zu tun habe gerade. Ich weiß es wortwörtlich. Ich weiß ganz genau, was ich machen muss. So. Runter. Schnell, ich muss mich beeilen. So. Dann ins Lager. Was war das nochmal? Wappenleiter, was noch? Die Scherbe. Und die Scherbe. Bro, hier irgendwo. Komm schon. Digga, ich hab's doch hier irgendwo hingelegt. Wappen, Leiter und die Scherbe. Bro. Nein. Ich hab alle drei Sachen, komm schnell mit. Hey, let's go. Alter. Ich hab alles, was ich brauche. 800 minus 250. Ich komme. Digga, es regnet und donnert so krass. Das ist also Zeus sein Tempel, ja? Okay. Sonst wirst du es bereuen. Das ist viel zu episch. Bro, Zeus ist doch böse, ich wusste es. Bro, ich sag dir, ich weiß jetzt, wo wir hier sind. Das ist der Donnertempel von Zeus. Können wir so. Den hier beschwören oder was? Nein. Ich glaube, es wird was anderes passieren. Und zwar das Wappen. Solange die Scherbe.
Der Blitzableiter. Eins, zwei, drei. Okay. Bist du bereit? Ja. Bro! Hä? Was passiert? Hast du das gehört? Bro. Hast du es geschafft? Was, ja, Mann. Irgendwas. Passiert? Oh mein Gott. Bro. Oh, oh mein. Okay, da geht's runter. Oh mein Gott. Bro. Digga. Kiste? Was ist das denn? Wir haben uns in unseren Häusern versteckt, doch auch hier sind wir nicht sicher. Die Blitze schlagen in unsere Dörfer und verbrennen alles und jeden. Er schaut uns an und lacht, meistens singt er sogar dabei. Manchmal hält er seine Gitarre in der Hand und erzeugt damit seine Blitze. Sein schwarzes Haar und seine braunen Augen verharmlosen ihn. Alter. Doch seine Absichten sind böse, es ist Kian, welches die YouTuber-Insel vernichten wird. Bitte gib ihm nicht die Macht, womit er die Welt vernichten kann. Haltet ihn fern und weckt Artemis auf. Kian! Wie, du wirst die YouTuber-Insel vernichten? Das ist nicht gut. Bro, was geht hier gerade ab? Digga, Kianis von Kian, Original? Was? Bro, was? Kianis von... Bro, ich hab das nicht geschrieben, das ist nicht von mir. Dann lies das durch, was steht da drin? Alter, was? Kian, irgendwas ist bei dir, irgendwas. Kianis, König der Götter und Gott des Donners und Unwetters. Das ist das letzte Götterbuch. Ich bin das letzte Götterbuch. Ich bin wortwörtlich das letzte Götterbuch.